Ja, also beim Thema Skalierung, wenn wir letztendlich das Ganze in der nutshell auf einen Nenner runterbrechen wollen, geht es letztendlich um Kundengewinnung und zum einen und zum zweiten um Mitarbeitergewinnung. Ja. Und wenn das Fundament steht, dann hast du die Grundvoraussetzung für eine gesunde und vernünftige Skalierung eines jeden Unternehmens, egal welcher Größenordnung. Und was denkst du, ist die größte Herausforderung dabei für Unternehmen? Die größte Herausforderung bei der Skalierung ist auf jeden Fall, ein Gleichgewicht zwischen der Kundengewinnung und der Mitarbeitergewinnung zu haben. Genau. Und letztendlich, das perfekte Gleichgewicht ist ja nie wirklich möglich, aber dass man sozusagen, dass die Waage zwischen möglichst viele Kunden und möglichst gute, viele Mitarbeiter, dass sich das immer einigermaßen eben ausbalanciert. Und dann hat man eben das Fundament. Und dieses Fundament, das ist halt auch noch ganz wichtig, was halt viele dann, wenn es wirklich gut läuft eine Zeit lang,